Ja, hört diesem fünften von 10 Videos zu Quizlet und es geht hier um das rundenweise Lernen mit Karteikarten im Lernemodus. Lernemodus ist da herum. Ja, jetzt zeige ich dir mit der Android-App von Quizlet, wie man mit dem sogenannten Lernemodus etwas lernen kann. Ich habe mir hier schon ein Quiz gesucht, eins, das ich selber erstellt habe. Das sind hier oben Europa Hauptstadt, wir lernen. Ich wähle mir jetzt dieses Lernset aus. Ich habe jetzt hier wieder die Aufstellung, auf der linken Seite den Begriff und auf der rechten Seite habe ich hier die Definition. Das heißt, wenn ich hier Vokabeln lernen würde, hätte ich auf der linken Seite zum Beispiel Englisch und auf der rechten Seite die deutsche Übersetzung. Ich kann das hier durchgehen, kann mir schauen, was mir besonders vielleicht schwerfällt. Ich nehme jetzt irgendwelche Dinge heraus, die mir in echt hoffentlich nicht schwerfallen, wie Österreich, Italien zum Beispiel, Ungarn, was nehmen wir denn noch? Tschechien, Prag, Deutschland. Hab dann schon nochmal 5. Nehme dann vielleicht noch Bern, von Frankreich, Paris, die leichteren Dinge mal. Okay. Kann also die nochmal aussuchen. Und jetzt möchte ich, jetzt gehe ich hier nochmal zurück, wähle mir nochmal mein Quiz aus, gehe hier in den Lernemodus. Dieser Lernemodus besagt im Prinzip, und hier habe ich etwas eingestellt, nämlich dass er mir jeden Begriff dann mir anzeigt. Wenn ich auf Antwort anzeigen gehe, würde mir die Antwort zeigen. Ich gehe jetzt hier auf diese Einstellung und zeige dir einige Dinge. Ich kann hier einstellen, ob er mir die Begriffe vorsagt. Also zum Beispiel den Begriff sagt, die Definition sagt, es ist dann vor allem praktisch, wahrscheinlich, wenn man Vokabeln lernt, dass man die richtige Aussprache lernt. Und ich kann einstellen, ob ich Antworten eingeben soll. Auch einmal Antworten eingeben, ohne das Vorsprechen. Würde mir anzeigen Schweiz, dann müsste ich hier unten dann Bern eingeben. Bern, Klick absenden und dann würde unten dann einblenden, okay, passt, jetzt kommt Monaco, dann muss ich dann noch einmal Monaco eingeben. Und wenn ich meine, schreiben kann ich sie eigentlich, aber ich sollte mal lernen, dann gehe ich hierher und wähle ab, dass man die Angaben eingeben muss. Mache nochmal erneut lernen. Und er zeigt mir Rom an Lettland, klicke unten hin, ja, Riga habe ich gewusst. Klick auf einfach und bei Ungarn wäre es ja eigentlich Budapest, aber schauen wir uns das mal an. Und nur mal so, als hätte ich es nicht gewusst. Gehe auf Türkei, zum Beispiel Ankara, einfach, dann Schweiz, sieht man wieder das Bern von vorhin, Großbritannien wäre natürlich London. Gehen wir es einmal schnell durch, Pristina, Slowakei, okay. Und so geht das dann durch. Und nach 7 Begriffen macht einen Zwischenstopp. Ist die erste Runde vorbei und er zeigt mir hier an, okay, ich habe mir angeblich Budapest nicht gewusst, das war falsch. Die anderen 6 habe ich gewusst. Und wenn ich in die nächste Runde gehe, würde mir dann auch Budapest bzw. Ungarn wieder anzeigen. Dann haben wir die Ukraine, hier mit Kiew, Bosnien, Sarajevo, Rumänien, Bukarest, Irland, Dublin natürlich, Österreich, Wien, so geht es weiter. Kasachstan, Astana. Dann Ungarn haben wir das Budapest. Diesmal klicke ich einmal an, dass ich es gewusst habe und in dem Fall sind 7 richtige. Und so geht er dann alle Fragen durch. Wenn ich das einschränken möchte, auf die Begriffe, die ich vorher mit dem Sternchen markiert habe, gehe ich hierher und ich sehe, ich habe 9 mit Sternchen markiert. Mache nochmal erneut lernen. Er fängt dann hier an. Mit Budapest, Spanien wäre Madrid, Frankreich ist natürlich Paris, aber ich sage einmal, ich habe es falsch. Österreich ist Wien, es wäre dann wieder richtig. Tschechien ist Prag, ich sage wieder, dass ich es falsch gehabt habe. Und die nehme ich dann gleich etwas zu zeigen. Deutschland ist Berlin. Nach 7, wieder die erste Runde vorbei. Und jetzt zeigt mir hier oben an, die ich falsch gehabt habe. Gehe in die nächste Runde. Hab dann Irland, mache dann Dublin. Tschechien wäre dann Prag. Frankreich wäre Paris. Auf einmal haben wir uns alles gemerkt. Ja. Und er schreibt oben in 77%. Wenn ich unten die Aufstellung anschaue, habe ich 2 nicht gewusst. Und den Rest habe ich dann gewusst. Ja. Ich kann mich überlegen, ob ich es nochmal mache oder nochmal mit allen Begriffen. Ja, und das war jetzt hier die Quizlet-App auf Android im sogenannten Lernmodus. Nochmal zur Erinnerung, man hat hier im Webinterface, also bei quizlet.com, aber eine Möglichkeit, wenn man das Quiz sich ausgewählt hat, dann hier alle möglichen Begriffe und Definitionen, Fragen und Antworten sich hier anzeigen zu lassen. Auf der linken Seite hier habe ich hier, weil ich mir hier ein Länderquiz mit den Hauptstädten hereingeholt habe, habe ich hier Österreich, Wien, Italien, Rom und so weiter und habe hier dann die gesamte Übersicht. Ja. Auf der rechten Seite habe ich hier dann die Sterne gesetzt. Sterne sind Möglichkeiten dann hier festzulegen, was möchte ich mir genau anschauen, das sehe ich auf den ersten Blick, da tue ich mir eher schwer, das möchte ich mir noch genauer anschauen.
und könnte dann also nicht, könnte dann oder müsste dann nicht mehr nur die alle 48 dann durchspielen, sondern könnte dann genau jene 9, die ich da ausgewählt habe, könnte auch 10 nehmen. Du siehst, dass sich hier oben dann diese Zahl verändert, auch nur diese 9 dann durchgehen. Ich mache jetzt einmal Folgendes: Ich gehe mal alle durch, gehe hier auf den Lernen-Modus, den schauen wir uns ja genauer an. Wenn ich hier hergehe, müsste ich hier dann im Prinzip dann die Antwort eingeben. Also Bosnien zum Beispiel müsste ich eingeben, gehe auf Antworten. Und er sagt richtig, okay, ich bin zufrieden, mache weiter. Podgorica, weiß ich vielleicht nicht, klicke ich irgendwas, antworten. Und er würde mir dann sagen, natürlich falsch, ja, weil es natürlich Montenegro ist. Und ich merke schon, das dauert sehr lang, bis ich es eingebe. Und ich habe die Möglichkeit, bei Optionen da herunten dann einzustellen, dass ich hier dann die Audiowiedergabe eingebe, Definitionen ein- und ausgebe mit dem Begriff. Hier auf Neu starten gehe, muss aber dementsprechend dann hier immer etwas eingeben. Das kann dann hier dann etwas vielleicht mühselig sein in dieser Variante dann. Wenn ich dann sage, okay, da möchte ich nicht alle durchgehen, sondern ich möchte dann dementsprechend dann nur die durchgehen, die ich dann tatsächlich mir genau anschauen möchte, nämlich die mit dem Stern, gehe hier auf mit Stern, bin dann bei Madrid, muss wieder was eingeben, probiere es dann wiederum. Spanien, ist in dem Fall gewusst, gehst dann weiter durch. Bern wäre dann zum Beispiel die Schweiz. Ja, richtig. Paris wäre dann Frankreich. Muss ich aufpassen, habe ich mich da schon fast vertippt. Ja, nochmal zur Erinnerung, die in der App zu diesem, in diesem Modus, in diesem Lernmodus, habe ich die Möglichkeit, dass ich die Eingaben abschalte. Da muss ich dann das nicht machen. Das ist vielleicht das dann unter Umständen günstiger, wenn man nicht die Webversion nimmt, sondern dann in dem Fall dann die App, weil da kann ich dann diese Sache dann ausschalten. Ich gehe das dann weiter durch, du wirst dann gleich sehen, warum. Budapest ist dann Ungarn. Da wird hier schon einige eingegeben. Du siehst, hier restliche sind es noch 2. Alle die, die da sind, geht dann mit mir jetzt durch. Und zum Schluss. Ah, hätte mich schon wieder geirrt. Dann haben wir das angegeben. Beliebige Taste. Und da sagt man dann, wie viel Prozent ich habe. Ja, richtig und falsch. In dem Fall habe ich 100% richtig. 9 von 9. Und ja, andere Möglichkeit ist, wie gesagt, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, die Audio-Ein- und Ausgabe einzustellen. Ich kann ebenfalls dann hier sagen, ich beginne nicht mit der Definition, sondern mit dem Begriff. Das würde dann bei uns bedeuten, dass mir nämlich dann das Spanien dann angibt und ich müsste dann Madrid eingeben. Kannst also umdrehen. Genau, hat gepasst. Frankreich, würde ich dann Paris eingeben. Genau, würde das dementsprechend dann eingeben. Also das sind hier die Möglichkeiten, die es gibt beim Lernmodus in dem Webinterface. Ich persönlich finde da die App etwas praktischer, weil ich da nicht immer etwas eintippen muss. Aber wenn es nicht darum geht, Vokabeln zum Beispiel zu schreiben, dann ist das Tipp natürlich eine richtige und geschickte Sache. Gut, dann zum nächsten Video, wo es dann um den Schreibmodus gibt, den es dann nur im Webinterface gibt und nicht als App dann wiederum. Bis gleich.